Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute Abend startet das Halloween-Event. Gestern Abend hat Respawn den Trailer dazu veröffentlicht, den offiziellen Halloween-Trailer. Der ist richtig, richtig stark. Geht knappe 2 Minuten, den möchte ich euch jetzt zeigen. Wenn der Trailer zu Ende ist, bleibt bitte dran. Es gibt ein kleines, aber feines Detail, was der ein oder andere eventuell übersehen könnte, was ich zwar nicht denke. Darüber will ich mal ganz kurz sprechen. Kleiner Tipp, es geht um die nächste Legende, und ich meine natürlich nicht Krypto, sondern die nächste Legende ab Season 4. Viel Spaß jetzt beim Trailer, danach einen ganz kurzen, detaillierten Blick in die eine Szene und dann sehen wir uns wieder. We're trapped, Path. We need to get out of here. Excellent idea. I see your portal, making our escape now. Path, that's not mine. Oh my. Wow, you look happy. The masks we wear are a part of who we are. Did you just come from a children's party? Looking for me? Surprise. In my games, you will fear the shadows. Give this one a challenge. Game on! This is my costume. I'm Octane's legs. We all wear costumes to hide who we are. I find these insipid celebrations of the macabre amusing. Oh, you're far from done. You all think you'll make it out of this alive. Death is never the end. Not in my world. So, wir sind jetzt hier an der kurzen Analyse, die ich euch zeigen will, angekommen. Und zwar spiele ich jetzt mal kurz die Stelle ab, um die es geht. In my games, you will fear the shadows. Give this one a challenge. Game over the shadows. So, ich mache jetzt hier Pause. Und zwar ist der Kollege da oben auf diesem Gebäude, der Revenant oder auch Blackout genannt, der veranstaltet die Fight or Fright Spiele in dem Halloween Event. Und er soll wohl angeblich oder mit ziemlicher Sicherheit sogar die nächste, die ich weiß gar nicht, ist es die 12. Legende, auf jeden Fall die nächste Legende werden. Warum sind sich einige da relativ sicher? Vor einigen Wochen ist ein Bild von einem Respawn-Mitarbeiter versehentlich aufgetaucht. Der wollte ein bisschen was posten über die Arbeiten an dem Kings Canyon, hat ein Bild vom Ring of Fire gepostet und hat da ein kleines Detail übersehen, was auf diesem Bild zu sehen ist. Ich blende euch das hier mal ein. Ihr seht hier fett den Ring of Fire ganz groß und ihr seht im Hintergrund die Banner, wo eigentlich immer irgendwelche gegnerischen Squads oder ihr selber zu sehen seid. Und schaut mal auf das mittlere Banner, wer da zu sehen ist. Und zwar ist das der Blackout bzw. auch Revenant. Ein bisschen dumm gelaufen. Der Revenant ist auf jeden Fall wie der Pathfinder ein Roboter, der, ich schweife jetzt mal ein bisschen ab, was jetzt mit dem Halloween-Event gar nichts zu tun hat, weil der Revenant hat 6 Fähigkeiten. Ich habe vor einigen Wochen schon mal ein Video darüber gemacht, dass es wohl angeblich bald so sein wird, dass die Legenden, also alle Legenden, verschiedene Perks bekommen sollen. Soll heißen, ihr habt zum Beispiel den Octane mit einem Jump Pad und da soll es 2 weitere, also insgesamt 3 verschiedene Jump Pads geben und 3 verschiedene Arten von Spritzen, die er sich reinhauen kann. Angeblich soll das so kommen. Und der Revenant gibt Aufschluss darüber, dass es tatsächlich demnächst schon sein kann, also in Season 4, weil der Kollege hat 6 oder sogar, wenn ich mich nicht täusche, 7 verschiedene Fähigkeiten. Also könnte es sein, dass das die erste Legende ist, wo man so ein bisschen mit den Perks spielen könnte. Das aber nur am Rande. Ich kann euch das Video gerne mal mit den verschiedenen Perks oder den angeblichen
Also, dass das kommen soll, so wollte ich sagen. Mir fehlen jetzt die Worte davon oder dafür. Ich kann euch das Video auf jeden Fall mal verlinken. Schaut da gerne mal rein. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Würde es in Zukunft wieder Gerüchte um den Revenant als nächste Legende geben? Findet ihr das auf meinem Kanal, könnt ihr euch sicher sein. Ich wünsche euch heute Abend einen absolut geilen Start in das Halloween-Event. Ich werde voraussichtlich nicht in das Halloween-Event reinstreamen können, wie es in den vergangenen Events war, weil das Event wahrscheinlich um 21 Uhr startet, was mich ein bisschen ärgert, da ich Nachtschicht habe. Ich werde aber wahrscheinlich heute trotzdem streamen, nur nicht ins Event rein. Wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, macht's gut, lasst einen fetten Daumen da und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt an Informationen, Tipps und Tricks, Livestreams, abonniert meinen Kanal, seid ihr bei mir genau richtig, macht's gut, ciao.